Ja, liebe Imkerfreunde, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr durch eine Fluglochbeobachtung einige Informationen über euer Volk erhaltet, wie zum Beispiel die Volksstärke, Hinweis auf eine Weiselrichtigkeit, der Bienensitz oder eben auch verschiedene Krankheitszeichen. Ganz wichtig, um die Volksstärke zu beurteilen, benötigt ihr mehrere Bienenvölker, denn nur der Vergleich zwischen den Völkern erlaubt es für euch, Rückschlüsse zu ziehen, welche Völker stärker oder schwächer sind. Also das lohnt sich erst, wenn ihr mehrere Völker habt. Solltet ihr nur ein oder zwei Völker haben, ist es sehr schwierig, zu einem gegebenen Zeitpunkt die Volksstärke von den Bienen abzuschätzen. Wir schauen uns jetzt mal einige Völker von mir an und ihr werdet sehen, dass der Flugbetrieb bei einigen Völkern deutlich stärker ausgeprägt ist wie bei anderen und damit kann man schon mal Rückschlüsse ziehen auf die Anzahl der Flugbienen und natürlich indirekt dann auch auf die Volksstärke. Also wenn ihr jetzt mal diese beiden Völker hier vergleicht, sieht man ganz gut, dass das linke Volk etwas schwächer fliegt wie das rechte Volk. Und somit ist eben auch davon auszugehen, dass das linke Volk hier schwächer ist als das rechte Volk. Hier ist auch nochmal ein gutes Beispiel, wobei jetzt hier die beiden Kästen etwas auseinanderstehen. Hier ist also reger Flugbetrieb. Ihr seht, dass hier sehr viele Flugbienen ankommen. Das Volk scheint also recht stark zu sein und im Vergleich hierzu das Volk nebendran, das kann man hier sehr, sehr gut sehen. Da ist der Flugbetrieb deutlich geringer. Also auch hier kann man ziemlich gut über den Vergleich sagen, dass das rechte Volk schwächer ist als das linke Volk. Ich zeige es euch nochmal von der Entfernung, damit ihr das eben hier nochmal ziemlich gut sehen könnt, wenn ihr jetzt den Flugbetrieb von diesen beiden Völkern vergleicht. Ja, hier sieht man jetzt zwei Völker, die ähnlich stark zu sein scheinen. Hier ist der Flugbetrieb ziemlich gleich, aber was man hier sehr gut sehen kann, ist, dass bei dem rechten der beiden Völker die Bienen rechts einfliegen und bei dem linken Volk in die Mitte des Fluglochs einfliegen. Und das zeigt uns eben ziemlich gut, wo der Bienensitz der Völker ist. In diesem Fall ist eben der Bienensitz hier rechts im Kasten von vorne gesehen und bei dem linken Volk in der Mitte. Also man kann sehr gut sagen, wo die Bienen sich aufhalten, wo der Großteil der Bienenmasse liegt. Und da ist eben eindeutig rechts der Bienensitz. Ja, hier ist auch nochmal ein gutes Beispiel für ein Volk, das auf der rechten Seite sitzt, von vorne betrachtet. Hier fliegen auch die meisten Flugbienen rechts ein. Und somit ist eben auch hier der Bienensitz in der Beute von vorne gesehen rechts, beziehungsweise wenn ihr hinter der Beute steht, auf der linken Seite. Ja, was ihr natürlich auch sehr gut feststellen könnt, ob Pollen eingetragen werden. Das ist so ein Hinweis, dass Brut vorhanden ist. Es muss nicht sein. Es gibt auch immer mal wieder Völker, die keine Königin haben, keine jüngste Brut haben und trotzdem Pollen eintragen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gesunde, starke Völker, die viel Brut haben, auch deutlich mehr Pollen eintragen. Aber wie gesagt, es ist kein hundertprozentiger Hinweis. Aber zumindest mal, wenn ihr im Vergleich vor allem euch die Völker anschaut, könnt ihr hier schon mal Hinweise finden, ob irgendwie mit dem Volk was nicht stimmt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wenn Pollen in größeren Mengen eingetragen wird und bei eurem Bienenstand das bei den meisten Völkern ähnlich aussieht, dann ist mit den Völkern alles in Ordnung. Wenn hier irgendwie ein, zwei Ausreißer dabei sind, die jetzt gar keine oder nur sehr wenig Pollen eintragen, dann lohnt es sich auf jeden Fall in das Volk mal reinzuschauen. Es kann eben dann sein, dass hier mit der Königin was nicht stimmt oder dass keine Brut vorhanden ist. Ja, abschließend kann ich noch erwähnen, dass auch Krankheitszeichen am Flugloch beobachtet werden können. Wenn zum Beispiel das Volk eine Darmerkrankung hat, dann sieht man häufig viele Kotspritzer am Eingang. Das könnte ein Hinweis auf Nosema sein und auf andere Darmerkrankungen. Da lohnt es sich dann auch mal genauer reinzuschauen. Auf diese Problematik werde ich aber noch in künftigen Videos eingehen. Ansonsten seht ihr, dass ihr schon sehr viel über eine Fluglochbeobachtung feststellen könnt, ohne das Volk öffnen zu müssen. Ihr wisst sicherlich, dass jedes Öffnen der Völker auch die Bienen in der Entwicklung stört und deswegen würde ich Eingriffe wie Wabenziehen wirklich auf ein Minimum beschränken und man kann wirklich sehr viel über die Fluglochbeobachtung ablesen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen und würde mich freuen, wenn ihr mir hierzu vielleicht einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch ein erfolgreiches Bienenjahr. Macht's gut, bis bald, euer Bee-Man.